Moin, Aloha, ein dreifaches Oh. Und die ewige Frage, wo bin ich denn schon wieder? Ich sag nur so viel, es gibt hier Vulkane, Oh. Gletscher, Oh. Elfen, Oh. Wikinger, Oh. Wale, Oh. Pimmel, Oh. Ihr habt richtig gehört. Oh. Und könnte es schöner sein? Nein, ich freue mich so. Los, Geilert! Oh. Willkommen in der nördlichsten Hauptstadt der Welt, Reykjavik. Sieht ein bisschen aus wie eine Puppenstube, niedliche Häuser, eine Kirche wie aus dem Lego-Kasten. Und alles ist insgesamt sehr übersichtlich. Von den ca. 350.000 Isländern lebt etwa die Hälfte in oder um Reykjavik. Der Rest verteilt sich über die Insel. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. Sorry. Ich freue mich so. Ich habe mir einen echten Isländer bestellt. Henry Henrysson. Und den treffe ich jetzt hier. Na, Henry? Hallo. Herzlich willkommen in Island. Oh, du sprichst aber gut Deutsch. Ja, habe ich ein bisschen gelernt. Du bist gar kein Isländer? Ich bin kein Isländer, nein. Ich bin ausgewanderter Deutscher. Und zwar versteckt im Pulli eines Isländers. Ja. Ich finde, du siehst aber aus wie ein Isländer. Dankeschön. So Haarfarbe, alles, um mal alle Vorurteile direkt zu bedienen. Wir gehen jetzt in eine Höhle, ne? Genau, wir schauen uns mal an, wie die Isländer bis vor kurzem noch gelebt haben. Bis vor kurzem? Ja, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist noch nicht so lange her. Hä? Haben die noch in Höhlen gelebt hier? Henry kennt ja nicht nur die Insel, sondern auch Smóri. Das ist leider kein Schnaps, sondern ein Höhlenbesitzer. Oh Mann, Henry, jetzt stell dir mal vor, wir wären verheiratet und dann würden wir jetzt nach Hause kommen, weil wir im Theater waren. Ne? Und dann würde man sagen, hier ist aber schon mal dunkel, wenn man nach Hause kommt, oder? Aber ist eine schöne Aussicht. So, und dann sag ich, schließ doch schon mal auf. Dann schauen wir mal. Schatz. Es klopft. Da ist der Einwohner. Hello. Hello. Visitors are there. Hello, Smóri. Smóri. Hey. Hi, I'm welcome. Ina, hello. Hi, I'm Smóri. It's a nice name. Thank you. So, keine Tapeten, Moos an den Wänden, hört man nicht so gern, sieht aber schön aus. Ne? Ist ein das Kunstwerk, praktisch. Henry, würde ich sowas sagen. Und guck dir mal diese schönen Farben an. Also, wenn es nicht tropfen würde, wäre es direkt muggelig, ne? Hier drin das jetzt. Ist Wasser. Dann haben sie da einfach eine Wand davor gebaut mit Fenster. Und hier würden wir dann sitzen und frühstücken nach der langen Theaternacht. Henry? Ja. Und ich sehe, die hatten doch ganz normale Betten. Ach, guck mal, wir haben schon ein Kind, Henry. Siehst du das? Ja. Das ist ja süß. Schon wieder vergessen. Ja, und das Kind kann schon lesen. Das finde ich ganz gut. Ist das die Bibel? Yes. Okay. Und ich finde das Bett, the bed for das the Bett ist aber für Erwachsene ziemlich klein. Yes, you know, people... Die Leute waren ja früher auch kleiner. Und sie haben eng aneinander geschmiegt geschlafen, um sich zu wärmen. Then they would keep each other warm. Yes, of course. Und man hat häufig im Sitzen geschlafen. Ja, um weil man nicht Angst, zu sterben. Ja, genau, weil man Angst hatte, wenn man flach liegt, sieht man aus wie die Toten, dass man stirbt. That's funny. Und das Bild? Ist das deine Mutter oder meine? Das ist die Frau, die hier gewohnt hat. Ein Lämmchen. Oh no, a baby lamb. Schmeckt lecker. Oh, Männer, wirklich Männer. Sagt man doch nicht, wenn man das sieht. Guck mal, das ist hinten, der macht immer so, das Mann. Och Mann, Leute. Naja, kleine Lämmer. We are living in the box. In the Tropfsteinbox. I'm very impressed of how beschissen man leben konnte. Aber eigentlich kommt man ja auch wegen der Landschaft nach Island. Sagt Henry jedenfalls. Und ich habe den Eindruck, Henry könnte recht haben. Diese Wolle ist dein Pulli, ne? Ja, nur von einem schwarzen Schaf. Achso, das wird nicht gefärbt? Doch. Doch. Mensch. Oh Mann, verarscht mich so. Hier bleibe ich. Sie haben ja Nummern hier. Yes. An but there are only two. Number one, number two. I don't know, no, aber es gibt noch mehr. A lot of sheep roaming around in the country. Ja, drei. Yes. And then im Osten sind zwei. Fjords, ja. We have two. Sheeps. Yes, and then und five. Eins im Norden. We have, only one in the north. Good to have numbers. Da wollte mich aber einer foppen. In Island gibt es nämlich fast doppelt so viele Schafe wie Menschen. Aber wo denn?
Naja, Henry meint, er muss mir jetzt erstmal was ganz Tolles zeigen, was es nur auf dieser Insel gibt. Henry, enttäusch mich nicht. Diese Insel ist ja total leer. Und dann kommt man hierher in den Wellnessbereich der Elfen und Trolle. Und dann ist es hier proppenvoll. Der Geysir gehört im Grunde zu den drei wichtigsten Sightseeing-Spots in Island und ist halt von Reykjavik aus relativ einfach zu erreichen. Du hast den großen Krater und den kleinen. Und in den kleinen Krater siehst du gleich Luftblasen aufsteigen. Und das Wasser bewegt sich dann auf und ab, das atmet. Und dann bildet sich über diesem kleinen Krater diese Blase. Ach. Und da bricht die Fontäne durch. Noch siehst du ja nicht. Du siehst kleine Bläschen, die da rauskommen. Oh, das riecht wie, du hast einen richtig geilen Dönerabend mit Eiern drauf gehabt. Pupst dreimal ins Bett und machst dann die Decke hoch. Und es ist so warm und pupse. Ich habe davon gehört. Und könnte man da jetzt reingehen? Da rein? Wie heiß ist das? Nee, das ist kochend heiß. Ja. Aber die heißen Quellen an sich, die werden natürlich für Energie benutzt. Du siehst ja den Dampf hochsteigen hier. Und der wird halt komprimiert und genutzt, um Turbinen anzutreiben. Man könnte ja auch direkt das heiße Wasser nehmen. Und das wird auch genutzt. In kleine Pipelines laufen lassen. Und dann würde man mit heißem Wasser in den Heizkörpern, wie man es ja auch macht. Deswegen riecht das heiße Wasser in Reykjavik zum Beispiel auch schwefelig, weil das Quellenwasser ist. Hatte das noch was mit dem Vulkan zu tun? Nee, eher nicht. Du wusstest es, dass ich bin weggelaufen. Oh, jetzt, smell it, baby. Ja. Ich weiß nicht. Was ja ganz schön ist, der Dampf ist angenehm warm. Im Gegensatz zum Rest der Insel. Ich habe auch das Gefühl, dass selbst der Regen hier noch kälter ist als bei uns. Du bist ja hier auch am Polarkreis. Was ist das? Oh, das sind Papageientaucher-Eier, würde ich sagen. Hier an Land? Ja. Die kann man übrigens. Sind das nicht, die stehen ja unter Naturschutz, oder nicht? Ja, aber die kann man essen. Willst du mal eins probieren? Hey. Doch, die sind gut. Hier, ja, probier mal eins. Guck, da vorne ist schon der Schnabel raus. Aber du bist eklig. Hm. Gut. Genau richtig. Genau richtig? Ja. Mein, super, oder? Mhm. Noch halt? Die zwei lassen wir drin. Die stehen ja unter Naturschutz, die können ja nicht alle auffressen. Du hast recht. Schmecken irgendwie nach Schokolade. Mhm. Ich würde jetzt einen goldenen Wasserfall. Die Sonne scheint und ich habe Regentropfen auf meiner Sonnenbrille. Da hoch. Ja, fantastisch. Das ist genau die Kombination, die einen Regenbogen ausmacht. Ne? Und da ist er auch schon. Oh Gott, ist das beeindruckend. Du hast halt zwei Stufen, die in einem rechten Winkel zueinander stehen. Und am Ende dann halt in diese schmale Schlucht reinstürzen. Und dabei hat er so eine starke Erosionskraft, dass er da unten in der Ecke 30 cm pro Jahr aushöhlt. Wahrscheinlich wird der Wasserfall 5000 Mal am Tag fotografiert. Macht fast 2 Millionen Fotos im Jahr. Toll, ne? Ja. Siehst du die? Mhm. Die ist ganz schön, oder? Herrlich. Ja. Der Fluss, der fließt am Ende ins Meer. Also ich habe nichts gemerkt, aber angeblich gibt es auf Island jeden Tag 45 Erdbeben. 45, wie die das aushalten. Es sind ja nicht nur die Isländer an sich, die sehr speziell sind. Auch die Isländer Ponys sind sehr speziell. Der Isländer geht sogar so weit und nennt es isländisches Pferd. Ich wusste, dass sie klein sind, aber dass sie so klein sind, das wusste ich nicht. Renate, na? Hi, hallo. Herzlich willkommen. Ich bin Ina. Herzlich willkommen auf Herredaholi. Herredaholi. Genau, obwohl wir ja beide aus der Nähe von Bremen kommen. Genau. Ich bin dann so halb cool nach Hamburg gezogen und du bist aber dann bisschen nach weiter. Island. Genau, ins große Ostfriesland sozusagen. Weil du damals schon so eine Pferdenährerin warst? Oder warst du eine Kuhnährerin oder warst du eine Schafsnährerin? Eine Freundin von mir wollte damals für länger nach Island und die hat mich bequatscht, mitzukommen für 4 Wochen. Und letztendlich hat meine Freundin sich nach 2 Wochen den Fuß gebrochen und ist wieder zurück. Und ich habe halt meinen jetzigen Mann kennengelernt. Oh nein, wie schön für dich, aber wie übel für die Freundin. Ja, wer weiß. Das heißt, du bist mit einem Isländer verheiratet? Genau. Das ist ja toll. Seit 96. Oh, über 20 Jahre. Mhm. Ach toll. Aber es ist sehr kalt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Nein, ich bin richtig angezogen. Nur Renate spürt durch das Island-Klima natürlich die Kälte nicht mehr so. Kann man das so sagen? Es ist Sommer. Es ist Sommer. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Es ist Sommer in Island, also grau, nass und mir ist immer köttelig. Na gut, kann man wenigstens keinen Sonnenbrand kriegen. Guck mal, wie Kühe, die man zum Melken reinholt.
die sind schon schön. Das sind schon schöne kleine Tiere. Oh nein, wie niedlich. Gibt es was, wo du sagst, das eine ist ein bisschen hübscher oder besonders schön? Das ist halt ein bisschen Geschmackssache, wie mit den Männern auch, oder? Oh. Ja, magst du wohl recht haben. Reitet man denn auf einigen auch besser als auf den anderen, wie bei Männern auch? Wie bei den Männern auch, genau. Kein was? Unterschied. Okay. Ja, hallo, das ist doch eine sehr schöne Farbe, oder? Ganz toll. Und dass der jetzt zu uns kommt, heißt du, eigentlich müsst ihr jetzt gefüttert. Der ist einfach neugierig. Das ist der Mauni. Mauni. Mhm. Der hat auch eine tolle Haarfarbe, finde ich. Wie gefärbt, ne? Ja, guck mal die Strähnchen hier an. Wodurch ist denn eigentlich die Islandpferdrasse entstanden? Die sind ursprünglich mit den Wikingern hierher gekommen aus Norwegen und nochmal mit Shetland-Ponys auch gekreuzt und sonst was. Und seit 1000 Jahren ist da nichts eingekreuzt worden. So. Das heißt, seitdem ist es eine Reinzucht. Und deshalb dürfen auch keine Pferde importiert werden. Ach, echt? Das heißt, die Pferde, die zum Beispiel zu den Weltmeisterschaften gehen oder verkauft werden, dürfen nicht wieder zurück nach Island. Und es gibt inzwischen in Deutschland mehr Islandpferde als in Island. Also in Deutschland sind 80.000 und hier ein bisschen weniger als 80.000 Islandpferde. Ihr findet mich gut, das merke ich schon. Hi. So, jetzt will ich da aber auch mal rauf. Größenmäßig passe ich ja ganz gut zu so einem Islandpferd. Perfect Match, würde Tinder wohl sagen. Das geht doch super. Oh, Jauna, wir zwei. Jetzt weiß ich, was ich will. Ein Pferd? Ich will ein Islandpferd. Ja, wenn du es glaubst, oder? Das macht schon glücklich. Macht denn das alles so drum, um das Pferd drumherum glücklich oder das Reiten dann? Man hat halt schon auch einfach einen Freund, oder? Wenn man ein Islandpferd hat, da ist man nicht alleine. Soll ich so ein bisschen nach rechts und machen? Wenn du schnallst, dann heißt es das eigentlich, dass es losgehen soll. Oh ja, das wollte ich sagen. Genau. Also und ich würde jetzt so nach rechts machen mit der... Komm, wir gehen da lang. Was mache ich denn? Hopp, hopp, hü. Hü. Die läuft noch nicht rund? Nee, genau. Wir lassen uns davon gar nicht provozieren. Dass sie mal so angeben muss. Bist du jetzt schon zufrieden? Und man kann ja auch noch schneller reiten. Und man kann die auch traben. Was ich ganz lustig finde, Jaula hatte jetzt gar nicht diesen Mitlaufreiz. Nee, aber das ist ja das Nette am Islandpferd, dass die eben wirklich so sensibel sind und rücksichtsvoll und immer gut auf den Reiter aufpassen. Ich bin verliebt. Ich wusste, dass es am Ende meiner Tage ein Tier sein wird. Ist auch irgendwie leichter, oder? Wie sagt man immer, das letzte Kind hat immer Fell, ne? Ich mag das. Einfach nur auf so einem Pferd zu sitzen, gibt mir gerade schon sehr viel. Und ich fand das, was du gerade gemacht hast, Renate, ein bisschen angeberisch, wenn ich ehrlich bin. Nur kein Leid. So, Leute, jetzt noch mal was zum Wetter. Die haben ja hier im Sommer immer nur so bummelige 13 Grad. 13 Grad, kein Wunder, dass hier so gut wie gar nichts wächst. Nichts, was Sonne braucht. Obwohl, jetzt guckt euch das mal an. Tomato, tomato, potato, potato. Man denkt ja mal, Island, hier wächst nichts. Habe ich auch gedacht. Aber die Isländer sind ja nicht dumm. Sie nutzen ihre heißen Quellen. Und auf einmal schwuppsiwupps. Ein Gewächshaus voller roter und grüner Tomaten. Knut! Hi. Hi, hi. I see lecker, tasty tomatoes. Ja. Tomato, tomador. Ja. Tomateur. Tomateur. Ja. Würdest du sagen, du bist der Tomaten-King? No. Nein, das nicht. Really. Aber es macht Spaß, Tomaten zu züchten. Dabei hilft uns die Natur. Wir nutzen die heißen Quellen, um hier zu heizen. Und wir erzeugen künstliches Sonnenlicht. Das ist eine dicke, fette Hummel. Die arbeiten hier. Yes. You have bumblebees? Yeah, we have 600 bumblebees. Hier fliegen 600 Hummeln rum, um die Blüten zu bestäuben. Und weil Island erstens eine Insel ist und zweitens sehr nördlich liegt, haben wir hier kaum Schädlinge. Deshalb brauchen wir keine Pestizide. Das regeln wir natürlich. Gute Fliegen gegen Böse. Das ist keine Hummel. Geht erschrecken. Die kommen in diesen Kästen aus Holland. In jeder Kiste sind 60 weibliche Tiere, die hier arbeiten, und eine Königin. Und was macht die dicke, die Königin, die da so abhängt? Sie bleibt in der Kiste und hält alles unter Kontrolle. Die Arbeiterinnen leben nur 6 bis 8 Wochen. Dann sterben sie. That's sad.
In derselben Zeit schlüpfen aber schon wieder neue Hummeln. Viele davon sind allerdings männlich und die arbeiten nicht. Die fliegen nur rum, dann müssen wir die Kiste austauschen. Wir kaufen jede Woche 3-4 Kisten. I feel like Eva in the Paradies. Ich konnte stundenlang weiter essen. Aber ich bin schon wieder mit Henry verabredet. Wir wollen jetzt was typisch Isländisches machen. Vorglühen in der heißen Quelle. Juhu! Ich habe schon mal die Musik dazu ausgesucht. Henry, gehst du mit mir in die Quelle? Hallo. Das ist gleich am ersten Tag. Die Isländer nennen so ein Bad ja Hotpot. Das ist für sie dasselbe wie für uns eine Kneipe. Man trifft sich, weicht zusammen ein bisschen auf, trinkt dabei ein Bierchen und quasi saufen, sieden, sabbeln. Genau mein Ding. Es ist gerade ganz toll. Hat denn diese... Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja. So ein Stein. Da kommen so dickere. Ach, genau. Da können wir uns aber auch mal raussetzen. Hier am Rand zum Beispiel. Ja. Das ist wie so eine... Oh Gott, es ist sehr glibberig. Ja, meinst ja. du, das ist Natur, was ich ja. fühle? Oder ist das eher von Vorgängern? Nee, das ist Natur. Wie tauscht sich das Wasser aus? Wir haben hier überall in dem Bad Zuläufe, also Quellen, die sich ganz natürlich Wasser reinleiten. Und hier kommt so eine Menge Wasser rein, dass sich im Grunde alle 48 Stunden die Gesamtmenge an Wasser im Becken einmal austauscht. Ich fühle mich wie so eine adipöse Languste, die jetzt kurz davor ist. Zu kochen. Die Isländer mögen das tatsächlich an guten Tagen, dann sitzen die wie die Sardinen in den Hotpots. Das ist wirklich? Körper an Körper an Körper, das ist eine sehr spezielle Form von Kontaktaufnahme. Ach wirklich, die begrabbeln sich erst, bevor sie guten Tag sagen? Absichtlich begrabbeln weiß ich nicht, also lässt sich nicht aus. Die Isländer, kennen die sich eigentlich alle untereinander? Ich stelle mir immer vor, wenn man so isländisches Tinder hat zum Beispiel, ne? Da tindert man 3 Minuten und sagst, kenne ich doch alle. Ach guck mal, das ist der Uschi von nebenan. Oh, da kann ich ja lieber mal eben rüberlaufen zu Uschi, als dass ich mir jetzt hier die Hände wund tippe. Ich glaube, Tinder ist so ein Phänomen, das wird eher genutzt für Touristen, die ins Land kommen, um halt zu schauen, wer Neues da ist. Ansonsten... Auch für den Genpool? Also man muss ja auch gucken, dass man nicht sich ständig mit den Cousins und so fortpflanzt. Findet das also, hier statt? In einem begrenzten Rahmen sicherlich, aber bei 350.000 Leuten ist die Breite schon groß genug, dass man da ist das so? Nicht die Gefahr hat. Ja. Wirklich? Ja. Es ist ja so, also auf der Insel leben 300.000 Menschen. Jede Kleinstadt in Deutschland ist größer. Wenn sich also jetzt, sagen wir mal, eine Kleinstadt, sagen wir mal Bielefeld, 300.000, und die würden sich immer nur untereinander fortpflanzen. Ich glaube, es ist ein Problem. Also es findet ja nicht nur untereinander statt, es gibt ja durchaus also, auch Mischehen. Kommen ja auch Henrys manchmal. Es kommen auch Henrys rein, genau. Danke. Bitte. Ach, also ich muss sagen, ich mag den Hotpot. Und Henry. Und die Wolken. So, und jetzt gehe ich mir mal Reykjavik angucken. Auf den ersten Blick würde ich sagen, süße Häuser, sehr viele Touris, nette Cafés, schicke Läden, insgesamt sehr entspannt und bei Sonnenschein natürlich echt schön. Ich interessiere mich ja wahnsinnig für Kirchen, aber noch mehr interessiere ich mich für Shoppen. Und jetzt ist Anja da, die ich da hinten schon strickend auf einem Felsen, wie die Lorelei, sehe. Hi. Ja. Na? Hi. Moin. Du wohnst hier auf der Insel schon seit vielen Jahren. Genau, seit 6 Jahren. Und du sagst Moin, weil du kommst eigentlich aus? Rostock, Rostocker Umland, von der Ostsee oben. Vor 6 Jahren hat es mich hergeschlagen. Das mit dem Stricken, ist das ein Klischee oder strickt ihr wirklich wie die Blöden hier die ganze Zeit? Ja, wir stricken ziemlich viel. Winter ist lang und... Es ist natürlich schön, dann einfach sich so einen selbstgestrickten isländischen Pullover zu machen, der dich dann schön im Winter warm hält. Wenn ich jetzt nicht aufstehe, habe ich gleich eine Blasenentzündung. Na los. So, wer kriegt diesen Pullover? Ich etwa? Du. Ich? Ja. Yes! Babalu. Juhu, ein Pullover für mich. Ich freue mich. Anja ist übrigens eine Freundin von Henry und der hatte keine Lust auf Shoppen gehen. Sowas können Mädels ja irgendwie auch immer viel besser. Mehl, ich brauche mehr Mehl.
Und Anja kennt natürlich auch alle guten Läden in Reykjavik. Reichen dir denn zwei Fußgängerzonen aus, also um zu schlendern und ein bisschen zu gucken? Oder kennst du da schon jedes Paar Schuhe und jeden Pullover und jede Jacke? Man kennt schon alles. Oh, Schuhe. In der Innenstadt haben wir jetzt hier den Löllgerweger. Das ist die Hauptstraße, wo wir die ganzen Designerläden finden. Gibt es Designerläden? Ja. Oh, guck mal, da ist schon so einer. So sieht meine aus nachher. Genau. Und ich kann mir die Farben aussuchen. Ja. Und ist das dein Wollladen? Genau, das ist der lokale Wollladen, der gleich bei mir um die Ecke ist. Guck mal, der. Genau. Das ist ja für so Strickmaniacs, wie du ja eine bist. Stricksüchtig. Würdest du sagen, du bist stricksüchtig? Nein. Nein? Nein, natürlich nicht. Gott, man wird ganz schwindelig vor Islandmuster. Muss das nicht so lang sein? Dann wird's. Den finde ich auch ganz toll. Das ist meiner. Oh ja. So ein bisschen bayerisch Janka-mäßig, ne? Ja. Oh mein Gott, ich will sofort ein Baby. Oh, vielleicht lieber doch nicht. Inzwischen kommen übrigens jedes Jahr fast 2,5 Millionen Touristen nach Island. Wie hält die Insel das bloß aus? Und ist der Insulaner genervt von den Touristen und sagt so, oh Mann, nerv, aber wir leben ja davon? Das ist eine gute Frage. Ich also glaub, Fluch und Segen, meine ich. Das ist es nämlich. Jeder versucht natürlich, so ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Ja, ne, würde ich ja auch machen, würden wir ja auch machen. Wie der Tourismus jetzt boomt. Oh nein, guck mal, das ist niedlich. Das ist doch euer Hu. Genau. Der Hu. Hu. My pussy is hungry. Heißt der Hugleikur? Huleike. Huleike. Dagson. Und der ist Karikaturist, in Island berühmt und den treffe ich jetzt. My pussy is hungry, sagt er, nicht ich. You say Huleikur. Oh, I cannot do that. No, you can say Hu. Yeah, Hu. Do you want to know my name? Yeah, bring it. Oh no, you can think about it if you want to know. Tell me your name. It's a very short, very easy name. Ina. 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 Yeah, it's no problem at all. Ich habe mal dein Buch durchgeguckt. Sehr lustig. It's very funny. Thank you. Kannibalismus, Inzest, also alles Themen, die der NDR täglich behandelt, würde ich sagen. So schon heftig. Ja. Yeah. Gibt es da auch Grenzen, Dinge, über die du keine Witze machen würdest? Wenn ich mir einen Witz ausdenke, über den ich selber lachen muss, dann ist er gut. Er muss mir gefallen. Ich beschränke mich nicht. Manchmal fällt mir ein Witz ein, den finde ich so gut, dass ich denke, den muss schon jemand vor mir gemacht haben. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist es ein Volltreffer. Humor lässt sich ja schwer beschreiben. Aber gibt es so etwas wie einen typisch isländischen Humor? Die Isländer gelten als grob. Ohne Manieren. Trocken. Angeblich sind wir alle betrunkene Künstler mit zu vielen Kindern. Hast du Kinder? Nein, und ich bin auch nicht betrunken. Ich bin nur Künstler. So, ich kenne ja jetzt schon ein paar Hobbys der Isländer. Stricken, im Hotpot abhängen, auf kleinen Pferden reiten und jetzt kommt das nächste. Angeln. Hallo. Hello, Benny. How are you? I'm very ich freue mich schon aufs Angeln. Wir versuchen etwas zu fangen, aber das ist nicht sicher. So we're gonna walk. Wir müssen ein Stück gehen. Ja. Yeah. Versuch auf dem Schafspfad zu bleiben. Okay, I see. Here is at the sheep's. Yeah. Wir wollen nicht alles platt treten. Da vorne ist ein Elfenhaus. Wenn da so eine Art kleiner Schornstein drauf ist. Das ist der Schornstein? Genau. Echt? Ja. Kein Witz? Nein, ich würde nicht für 1 Million Euro dagegen treten. Okay. Did you ever saw Hast du schon mal Elfen gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Vielleicht gibt es die Elfen ja wirklich. Yeah, no, siehst du, wir dürfen nicht dagegen treten. Können wir denn klingeln und Hallo sagen? Nein, wir stören sie nicht und zeigen auch nicht drauf. Warum nicht? Bringt Unglück. Nein, lass das. Kein Scherz. Hier ist der Eingang, aber man darf nicht drauf zeigen, sonst hat man ganz viel Unglück. Ich habe aber schon drauf gezeigt.
Sorry, elves. Exactly. I'm one of you. The bottom is quite Der Grund soft. Ist weich. Yeah, but Keine so Angst. Don't be alarmed. Beautiful moment. Ein toller Moment. My feet sink in the mud. Yeah. You have the line du hältst die Schnur in der linken Hand und bewegst den Arm so. Yeah. Mit dem Handgelenk lässt du die Angel zurückschnellen. So. This is the moment you want. Cool move. And aus dem Handgelenk. Yeah. You want to try? Yeah. I take the angle. Mm-hmm. Take this in my hand. Mm-hmm. Oh, you hit du hast die Elfen getroffen. Yeah, it's beautiful. And do I have to... Muss ich es loslassen? 100 Mal? Vor- und zurückschnellen. Nochmal. In die Richtung. Wenn es so knallt. Nicht gut? So wird es nichts. Ja? No. 3, 2, 1. Where is it? Wo ist sie? It's elegant. Eleganter. I have to do it eleganter? Yeah. I see. Remember the flicking movement? Yeah, I remember. It's the flick. Zurückschnellen. Remember the flick? Yeah, yeah. This is the flick. Ja, the flick, schon klar. Aber mir fehlt einfach die Geduld für the flick und ich habe Hunger. So Leute, das mit Benny hat mir jetzt echt ein bisschen zu lange gedauert. Ich habe mir jetzt meinen eigenen Fisch gefangen. Und das Tolle ist, bei mir waren ja die Pommes gleich schon dabei. Wusstet ihr, dass über 45% der Isländer an Elfen glauben? Ich frage jetzt mal einen, der es wirklich wissen muss. Magnus, der hat in Reykjavik eine Elfenschule. Klopf, klopf, klopf. I'm Ina. Hallo, mein Name ist Magnus. Hallo Magnus. Ich muss dich etwas fragen. Warum, wenn wir jetzt über Elfen sprechen wollen, warum hast du überall Gartenzwerge? Because, was bei euch die Gartenzwerge sind, sind hier Elfen. In oh, so really? Ja. Das heißt, wenn wir über spooky Elves sprechen, dann reden wir eigentlich über Gartenzwerge. Ja. Und das ist die natürliche Elfe im Island. Ich habe einen Elfenhügel gesehen, einen Eingang, aber ich habe keinen Elf gesehen. Ich habe über 900 Isländer getroffen, die Elfen gesehen haben. Glaubst du daran? Ohne Zweifel. Ich bin ganz sicher, dass es Elfen und versteckte Völker gibt. Sie leben in einer anderen Dimension und manche Menschen können sie sehen. Hier in Island glauben 45% der Leute, dass es Elfen gibt. Und viele erzählen ja, sie waren befreundet mit Elfen und haben gespielt als Kinder mit Elfen. Was alle meine Zeugen gemeinsam haben, sie sind hellsichtig. Sie sind hellsichtig. Haben Elfen eigentlich auch Sex? Do they have sex? Of course. Klar. Do they have to have sex? Um sich zu vermehren? Sex to reproduction for the reproduction? I expected typisch deutsche Frage. On Germans behalf. Oh. Is it so reden wir so viel über Sex? About sex? Elves are born Elfen werden von einer Mutter geboren, sie werden älter, verlieben sich, haben Sex, bekommen Kinder, werden alt, bekommen Enkel und sterben. And they in the end die. They die. Sie sterben? Oh. Ich dachte, die werden 500 Jahre alt. Nein, sie leben zwar länger als wir, aber sie haben auch eine begrenzte Lebenszeit. Das ist genauso wie bei uns. Hast du jemals gehört, dass ein Mensch eine Liebesbeziehung hatte mit einem Elfen? Ja. Wirklich? Ja. Sie hatten Kinder und waren verheiratet. Das war 1942 hier in Island. Ich kenne die Familie. Manche Leute sind hellsichtig und manche Leute trinken aber ja auch viel Alkohol. Und dann kommt eine heiße Quelle und dann sieht man ein bisschen Dampf oder ein Felsen sieht aus wie ein Mensch. Das sind Illusionen und Fantasien. Ja. Aber hier geht es um die Realität. Okay. Ich habe keine Zweifel, dass es Elfen und andere Dimensionen gibt. Schade, dass wir in Deutschland nicht an Elfen glauben. Früher schon. You had it. Yes. Wirklich? Und das ist davon geblieben, der Gartenzwerg. Oh Gott, oh Gott. Die Isländer sind einfach schräg. Egal, wo man hinguckt oder hinhört. I'm
name is Ina and I say Skål. Skål. Wie ist dein Name? Mein Name ist Herr Josefsson. Ich habe gelesen, dass isländische Männer wahnsinnig gerne singen. Iceland to sing. Ja, das stimmt. Alle singen. Was ist mit Fußball, Dart, Snooker? Langweilig. Alles langweilig? Singen ist wie Yoga. Gibt es hier viele Chöre eigentlich? Massenhaft, allein in Reykjavik. 10, 20? Über 20. Really? Jon, würdest du sagen, du bist der Chef von den Jungs? Oh, seit 9 Jahren habe ich nur einmal eine gute Idee gekriegt ins Kopf. Es war ein Sommerfest hier in dieser Bar. Ja. Wir waren so ungefähr am so 15 am erst. Jetzt seid ihr? 40. 40? Ungefähr, toll. Ja. Und sind alles professionelle Sänger? Nein. All professional singers? No. No. Nobody of you. Do you want to sing one song for me? Yes. No. Yes, for you. Yeah, just for me. Småttingar blessar kaffekemur Konjak sikur jomi vi Þauk verður allt sem geðir gremur Þá gerst mér aftur heils og líf Svona var það og er það enn? Svona var það og er það enn alla drikk og venna Kinders, das hat Spaß gemacht. Und ich muss sagen, je länger ich hier bin, umso mehr kann ich verstehen, was die Leute hierher zieht. Wahrscheinlich nicht das Wetter, aber hier kann einfach jeder so sein, wie er will. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, was sagt der Isländer? Guten Dagen. Guten Dagen. Na, Dörte, es ist ja früh, ihr seid am Backen. Woher kommst du? Sachsen-Anhalt. Warum bist du überhaupt weg und hierher? Weil es einfach schön ist. Und weil es ein super Land ist. Weil und es was ist so schön? Dieses Ursprüngliche. Bist du mit einem Isländer verheiratet? Nee, auch ein Deutscher. Ach, der ist mitgekommen? Den habe ich aber hier kennengelernt. Hast du hier deinen Meisterbrief gemacht? Genau. Wann? Also ich habe hier die ganze Ausbildung gemacht. 2010 war das. Okay. Also wir sind 7 her im Oktober. Ja, ich habe ja hier die Ausbildung auch bei ganz normalen klassischen Bäckern gemacht. Was ist denn der Isländer so an Brot? Hat der spezielles Brot? Nein. So wie wir das kennen, ne, mit so einer ganz langen Brotkultur, das ist nicht. Okay. Aber auch bedingt dadurch, dass es einfach mal super kalt ist und nichts richtig weg. Ach so, okay. Ja, die haben halt nie Korn richtig gehabt. Was haben die denn so gegessen? Fisch? Fleisch. Nur Fleisch? Nee, Fleisch, Fisch, Kartoffeln. Kartoffeln hatten sie, ne? Ja, die hatten sie. Steffi, und woher kommst du? Also die letzten 10 Jahre Potsdam, aber davor Bitterfeld. Auf Sachsen-Anhalt. Ihr Mädels, wirklich. Versteht euch natürlich sehr gut. Oh ja, von der Ossi-Clan hier bei euch. Ja. Die isländischen Männer, wie finden wir die eigentlich? Ich finde die ja sehr... Muttisöhnchen. Wirklich? Ja, die tun ja Aber die sind noch so Mann mit ihren Vollbärten so aus. Stricken und Angeln. Und früher konnten sie einen Baum fällen und heute nur, welche Pflegelotion nehme ich dafür mein Bart? Wirklich? Ja. Ja, stimmt, die nehmen hier so sehr viel Ölpflege und so. Ja. Freuen sich die Isländer nicht, wenn Mädchen von woanders herkommen, weil die haben doch bestimmt auch ein bisschen Inzuchtangst hier, oder? Nee, da gibt's ja eine App für, ne? Gibt's die wirklich? Ich weiß es nicht. Weil das ist ja ein Problem, muss man ja Na sagen. Na doch, du, das gibt eine App. Ja. Wo du rauskriegen kannst, ist der ein Verwandter von mir oder ja, so. Ja. Genau, wir nennen sie dann quasi Inzucht-App. Wahrscheinlich heißt die einfach nur Stammbaum-App oder so. Irgendwas so. So, und ich habe da noch mal im Internet geguckt. Es gibt diese App wirklich. Ich frage mich allerdings, warum man dann die Elfen nicht auch darin aufgenommen hat. Die pflanzen sich ja laut Magnus auch fort. Warum fragt mich eigentlich keiner? Dein Beruf ist sehr toll. Und du bist glücklich hier auf Island. Jo. In Island. Auf Island. Bei Reykjavik. Könnte noch was besser sein hier? Der Wind dürfte wechseln. Oh, wirklich? Oh Mann. Nö, eigentlich ist es gut, wie es ist. Dass das die leckersten Brezen sind, die ich je gegessen habe, muss ich sagen. Sehr gut. Und jetzt ziehe ich weiter, Dörte. Ich halte schon mal ein Symbol in die Kamera. Jetzt geht's ins Museum. Da freue ich mich sehr drauf.
Und ich bin sehr gespannt, wie es Henry wohl gefällt. Henry? Mhm. Wo sind wir denn hier? Hier ist eine ganze Vitrine voller Pimmel. Wir sind im offiziellen Phallologischen Museum Reykjavik. Phallologisch? Phallologisch. Ne? Also das heißt, Reykjavik hat ein kleines Pimmelmuseum. In der Tat. Aber nur Pimmel, die auch in Reykjavik vorkommen oder hier schon das gearbeitet haben. Oder Pimmel all over the world. Nee, die in und um Island vorkommen. Ach so, also Tiere, Menschen. Genau. Wie fühlst du dich? Unwohl. Wirklich? Macht das was mit dir? Oh Gott, sag bitte nicht, dass das ist irgendein Gemüse, aber sag bitte nicht, dass das ein Penis ist. Sieht aus wie ein großer Rettich, ne? Ja, wie ein Rettich, wie eine Schwarzwurzel. Ja, das sieht ein bisschen aus wie Dr. Mabuse, finde ich jetzt hier. Das heißt, das ist jetzt ein Walpenis. Naja, es könnte auch so eine zusammengerollte Wolldecke sein. Bisschen Neid? Kommt ein bisschen Neid in dir hoch? Nee, nicht wirklich. Oh ja, na ja. Ist das einer oder? Das scheint... Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich möchte es auch nicht wissen. Und den findest du gut? Hast du einen Favoriten? Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Horn. Naja, zu viel davon wird ein bisschen übel, ne? Wir sind noch nicht mal der Hälfte rum. Ach so. Oh nein. Also das scheinen die Penisabgüsse zu sein von der isländischen Nationalhandballmannschaft. Diese Idee finde ich so gut. Sowas muss Bierhoff mal machen mit den Fußballern. Das bringt Nähe zwischen Spieler und Fans. Hätte einer einen Penis gespendet, würdest du deinen Penis ausspenden? Es tut mir so leid, dass ich dir so Fragen stelle. Aber ich bin froh, dass du überhaupt noch da bist, Henry. Dann denkt man, oh, ich bin verliebt, den mag ich aber. Und dann hat der so einen riesen Pferdepenis bis zu diesem Long Don Johnson. Nee, der kannst du nicht mehr zusammenbleiben. Da muss man sich direkt trennen. Wirklich, der guckt so den Mund wieder raus. Es ist so eklig, wirklich. So sieht es ja aus ab 50 beim Mann. Auch das muss man jetzt ja auch mal sagen. Sieht deine auch schon so aus? Nee. Was ist das jetzt? Folklore. Folklore-Pimmel? Pimmel-Folklore. Was ist denn ein Bergriese? Yeti? Ach komm, Weihnachtsmann! Denn vom Gespenst? Verstehe, verstehe. Du kannst ja mal gucken, ob du den Elfenpenis findest. Ja? Ja, ja. Oh nein, das ist lustig. Es ist halt so, ich würde jetzt gerne sagen, kennst du einen, kennst du alle, aber so ist es eben. Nee, doch. Leider irgendwie nicht, ne? Wieder was dazu gelernt. Ja. So Leute, und wisst ihr, was das Schönste ist? Dieser Museumsbesuch hat Henry und mich noch enger zusammengeschweißt als der Hotpot. Jetzt wollte ich mir gerade noch mal einen Kaffee holen, aber ihr seht ja selber, hier ist nichts zu holen. Hier gibt's einfach nichts. Weil ich aber Schweinchen schlau bin, weiß ich genau, wo ich jetzt einen Kaffee kriege. Und zwar bei jemandem, den ich sogar ganz gut kenne und der hier direkt unter mir wohnt. Meine Lieblingssängerin und Musikerin Tina Dicko. Juhu! Hello! Tina. Hi. Hello. Come on in. Na? Willkommen. Also, während mir gerade ein Kaffee gemacht wird, so viel. Tina ist Dänin, lebt jetzt in Island zusammen mit Helgi. Helgi ist Isländer, hat aber viele Jahre, ich glaube 8 Jahre in Österreich gelebt, spricht deswegen Deutsch. Hello. Ein Weg finden, to communicate. Du hast ja Tina von Dänemark weggeheiratet eigentlich, ne? Ja, eigentlich. Ich habe sehr viel Glück, dass sie hier wohnen will. Aber das war wirklich... Ich habe sie nicht aus Dänemark jagen müssen. Das war. Es ist ein bisschen gemein. Es ist ja schön hier, aber es wird gar nicht hell. I like the secrecy. Ich mag das Geheimnisvolle hier. Ich weiß auch nicht warum, aber ich liebe den Winter in Island noch mehr als den Sommer. Im Sommer ist es immer hell, das finde ich schwierig. Es ist auch um zu schöpfen, Musik zu machen, so ist es eigentlich ganz gut. Dann hat man kein schlechtes Gewissen, um drin zu sein. Das nicht. Stimmt. Und dann sitzt man irgendwie mit Kerzenlicht und spielt Gitarre. Oder aber so da was. Hat man in Deutschland und in Dänemark auch sehr viel Zeit. Diese Tage, wo man sagt, heute ist es nicht schlimm, nicht rauszugehen. Ich liebe Island deshalb so sehr, weil ich mich hier im Angesicht dieser überwältigenden Natur einfach klein fühle. Das inspiriert mich auch musikalisch. Ich bin nur ein winziger Punkt in dieser gewaltigen Landschaft. In these vast landscapes and that makes man möchte die Musik darin greifen.
Man denkt, man ist am Ende der Welt, kurz davor hinunterzufallen. Das Haus, in dem wir hier sind, ist übrigens nur das Ferienhaus von Tina und Helgi. Hm, wollte ich nur mal gesagt haben. Gibt es eine große Musikszene denn hier? Es gibt eine sehr, würde ich sagen, sehr starke Musikszene. Ja. Sie ist klein, aber sehr intensiv. Die Leute arbeiten gern miteinander, helfen einander. Ja. Alle spielen mit allen. Aber wie ist man denn berühmt in Island? Also es gibt ja 300.000 Menschen, die hier leben. Genau. Und gibt es denn sowas wie isländische Charts? Es gibt ja, und das dauert, also wenn man zum Beispiel eine Musikkarriere anfängt, dann dauert es in etwa 1,5 Stunden, bis man berühmt ist. Ja. Und wahrscheinlich ist man genauso schnell wieder vergessen dann. Es kommt darauf an, ob man was kann oder nicht. Ja, okay. Ich wünsche mir einen Song von euch. Ich höre jetzt die ganze Zeit immer schon No Time to Sleep. Dwell and no one wants to look back. Somewhere along the line you gave up asking when it got a little too complex. But if you don't question what has been, does it mean that you don't care what's coming next? You got no one to follow and no one will follow you. Ain't that a relief? That everything and everyone must grow in opposition to resistance and contradiction. This ain't no time to go to sleep. Ain't no time to go to sleep. This ain't no time to go to sleep. This ain't no time to go to sleep. This ain't no time to go to sleep. Snabi, was für dich? Toll. Ja. Na, kleines wie. Sorry. Kleines wie war es für dich? Toll. War es schön? Ja. Hattest du mich gerne hier? Gerne. Wie findest du mich in meinem neuen Norweger von Anja gestrickt? Hinreißend. Es macht eine wahnsinnig gute Oberweite, ist aber mir aufgefallen. Henry, wir müssen jetzt zum Schluss kurz machen. Haben wir alles gesehen? Ich habe eine Checkliste da. Haben wir gesehen? Vulkane? Nee. Gletscher? Nee. Elfen? Nee. Nee. Wikinger? Nee. Wale? Nee. Pimmel? Ja. Pimmel haben wir gesehen. Das ist genau mein Ding hier. Das ist ganz toll. Island, ich mag Island. Island mag dich auch. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich würde wiederkommen. Ich würde mir vielleicht dann aber einen besseren Helm kaufen. Vielleicht einen gestrickten. Vielleicht, aus Wolle. Machen wir. Tschüss. Wer A sagt, muss auch Heu sagen. Der ist eindeutig Mann, nicht für deinen Kopf gemacht. Wirklich. Es war seine leichteste Aufgabe, mir den Schirm auf meine zerstörte Frisur zu setzen. Oh, geh wieder nach Berlin. Ja, nee.